Ah, drauf geschissen, was hier in den Räumen noch ist. Weiter. Ich meine, ich könnte... jetzt noch ein Arcade zum Beginn. Jetzt könnte ich sowieso alles... Jetzt könnte ich so richtig alles kaputt machen. Komm. Eventuell nochmal so ein Health-Up. Ein Health-Up würde ich nochmal nehmen. Da brauchen wir jetzt aber sehr, 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 sehr viele Münzen. Herzen natürlich. Ja, jetzt könnte auch noch so eine Health-Up-Pille kommen. Das wäre auch noch nicht schlecht. Und ihr seid live dabei. Meat Boy Run 2014. Tears up. Nicht, dass es noch schneller gehen würde, aber läuft. Und dann hast du noch eine Full Health, aber ich glaube, ich verliere die Seelenherzen gar nicht erst mehr. Trotzdem so eine glitzekleine Gewissheit hätte ich gerne nochmal. Alter, ich verliere keine Münzen, ich gehe mit mehr raus als rein. Seelenherz läuft. Alter, ich gehe wirklich mit mehr raus als rein. Und mit der Zecke wird das dann noch easier. Range up. Boah, Alter. Hab alles schon auf Max, glaube ich. Krasser Shit, Mann. Der Schaden am Ende wird so geil. Der wird so episch. Aber ich will jetzt auch nicht ganz so viel Zeit, weil es dürfte dann auch gefühlt mein schnellster Run aller Zeiten werden. So viel, wie ich hier gerade skippe auch. Oh, ja, trotzdem noch ganz gern diese eine Gewissheit. Ja, jetzt komm, drop, 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 drop. Yes! Jetzt kann ich nämlich, frech wie ich bin, hier eiskalt mir Seelenherzen holen, bis der Arzt kommt. Okay, jetzt nicht mehr. Weiß nicht, wie ich mich über den Meatball freuen kann nach dem Horror-Let's Play. Ja, das ist so eine Geschichte, ne? Komm, drop nochmal Herzen und dann kann ich dann nochmal dagegen laufen. Dann kriege ich nochmal Seelenherzen. Dann wird das so easy going. Komm schon. Auf geht's. Der Run ist ja mal so geil, das gibt's doch gar nicht. Ich verliere keine Coins. Jawoll! Aber ist... Alter, ich gehe wirklich mit mehr raus als rein. Ist das frech? Ist das frech? Ich gehe mit mehr Coins raus und mit mehr Seelenherzen. Das ist ja so eine ultimative kranke Kombo. Balls of Steel auch nochmal. Oh mein Gott. Was ein krasser Run. Oh mein Gott. Und jetzt spawnt gleich noch ein Dollar. Ja, wahrscheinlich. Das gibt's doch gar nicht. Alter, hör auf mit Geld. Ich will Herzen. Jawoll. Noch eins und ich kann nochmal ein Seelenherz draufhauen. Für... mit dem Book of Revelations. Boah, ist das böse, ey. Ist das böse. Komm. 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 Ein Herzlein noch. Komm, nur noch einmal, dann höre ich auf. Wirklich. Nach einem Herz höre ich auf. Dann gehe ich einfach nur zum Boss. Einmal will ich. Zwei Dimes, dein Ernst? Das ist ja unfassbar. Dankeschön. Schade, hat nicht ganz geklappt, der Plan. So, es reicht. Es reicht. Ich gehe mit fast 99 Münzen hier raus. Das gibt es doch gar nicht. Wir nehmen das mal noch aus dem Tank raus. Aus dem Tool. So. Springe noch einen Geheimraum, dann habe ich wahrscheinlich Max Coins. Alter, das Schaden. Jawoll! Noch ein Seelenherz. Das ist ja krank. Ah, Bob's Rotten Head ist jetzt nicht so das Wahre. Wow. Ich gehe jetzt nur noch zu Boss. Das ist ja. Pff. Was soll ich denn dazu sagen? Guck mal, hier passiert mir noch nicht mal was.
Sensationell. Sensationell, dieser Run. Ich glaube, das ist wirklich von den Items her der beste und also einfachste sowieso, den ich jemals hatte. Ich glaube, nochmal ein Damage-Upgrade und ich langweile mich bei Eis 6 ungefähr. Ohne Dollar fast 99 Münzen. Muss man auch erstmal schaffen. Ne? So geil. Ich kann mich einfach hier hinten in der Ecke verzwirbeln und Meatball kümmert sich. Ich brauche gar nicht mehr spielen. Ich brauche gar nicht mehr spielen. Das ist legendär. Wow. Unfucking fassbar. So, du kommst hier mal in die Mitte. Kümmer dich mal, Meatboy. Gott. Unglaublich, dieser Run. Ich kann mich nur wiederholen, es tut mir leid. Ach, Meatboy, kümmer dich doch einfach. So. Ja, da ist der Boss. Aus Langeweile gehe ich da mal noch rein. Einfach nur, weil ich wissen will. Oh mein Gott, ich könnte das alles klären. Das ist ja der Wahnsinn. Das Schaden, ey. Buch zünden, ab die Post. Wow. Wow, und Meatboy kümmert sich mal ganz kurz. Ganz ehrlich, es ist mir völlig egal, ob ich von irgendwas getroffen werde. Das ist mir sowas von egal. Ich glaube, ich schaffe es, dass ich bis zum Ende, bis Isaac. Ich könnte hier auch noch Bomben legen, aber das muss ich gar nicht. Schiebt der Piep bei mir eh nur weg. Wahnsinn. Das ist so ein geiler Run. Das ist nicht in Worte zu fassen. Und ich gammel da sogar noch mit einer Full Health Pill. Schaut euch das mal an. Wie schnell Chubb auch stirbt. Und jetzt callt hier keine Spielabstürze. Das ist so ein geiler Run. Ganz großes Kino. Es gibt sogar noch mal einen Devils Raum. Ich gucke zumindest mal. Ach, ist immer so, ne? Bei It Lives gibt es ja nichts Besonderes mehr, ne? Das vergesse ich immer. So, auch hier. Ja, gut, zum Geheimraum gehe ich noch kurz. Da ist Death, ne, Death als normaler Gegner. Und er langweilt mich. Wie geil ist dieser Run? Ich sag ja, nicht in Worte zu fassen. Boah. Das mit den, weißt du, das wäre alles nicht so krass, wenn ich nicht diese Spektraldinger von der Taube hätte, ne? Weil wenn du einfach durch motherfucking Steine, durch den kompletten Raum schießen kannst, ist das so easy. Wow. Ja, Geheimraum noch, dann Boss, Ende Gelände. Och, Pieper. Pfosten, Alter. Da kann eigentlich, ja, Full Coins. Das ist, ich habe da keine Worte für. So, und weil ihr hier dauernd jetzt irgendwelche Scheiße callt, von wegen Stromausfall, Spielabsturz, ne, gehe ich zum Boss, töte den und fertig. So, nochmal Herz. Ich will gar nicht wissen, wie viel Seelenherzen ich habe. Ich könnte gerade freiwillig die Cathedral clearen. Das ist so frech. Den will ich jetzt. Komm. Jetzt noch Krampus, beziehungsweise ein Devils-Item for free. Und das könnte nochmal eskalieren. Kommt natürlich drauf an, was. Meatboy, kümmere dich. Das ist lächerlich. Okay, die Kohle. Ich glaube, ich clear gleich. Einfach nur aus purer Langeweile. Schaut euch das mal bitte an, wie schnell ich diesen... Wie geil ist dieser Run, bitte?
Headless Horseman hat mich vorhin kurz mal getötet. Weißt du, was ich mit dir jetzt mache? Ich reiß dich auseinander. Du erreichst mich nicht mal. Holy shit. Ich cleare hier gerade freiwillig die Cathedral. Holy shit. Und ihr sagt, nimm nicht die Zecke. Was Besseres konnte ich gar nicht nehmen, weil Isaac ist dann einfach noch schneller tot als eh schon. Nochmal zwei Seelenherzen. Das ist ja der Wahnsinn. Was ich hier gerade an Damage mache, das kannst du keinem erzählen. Das glaubt mir doch gar keiner. Tier's ab, zack. Noch mehr, was soll es? Wo ist eigentlich meine Full-Health-Pille? Habe ich die aus Versehen genommen? Ah ne, die liegt da hinten, weil ich ja einen Joker genommen habe. Wow. Wie viel Geld hier rumliegt? Ich kann es nicht mal mehr nehmen. Ah, guck mal, wie schnell Hollow stirbt. Widow. Oh mein Gott. Also ich kann einfach hier stehen, durch den Stein schießen. Das ist unglaublich. Hoppala. Nicht, dass mich noch irgendein Treffer interessieren würde, ne? Nonnenhaube. Oh Gott, das ist so genial. Ist das ein geiler Run. Schaut euch das an. Unbelievable. Wirklich, das ist nicht in Worte zu fassen. Grandios. Ich klär das jetzt noch. Mir ist das alles wurscht. Ich finde, das ist so geil. Ich will das noch ein bisschen ausnutzen. Ich will das einfach noch ein bisschen sehen. Ich will einfach noch ein bisschen sehen, ey. Das ist so geil. Ich will, dass dieser Run nie endet. Warum? Ich hasse mein Leben dafür, dass ich immer noch nicht bei Blue Baby bin, ne? Hoppala. Mit diesem Damage und dieser Kombination aus Items würde ich Blue Baby wahrscheinlich auch im Schlaf erledigen. Hier, die möchte gern Engel. Sie können einfach nichts tun. Ist das geil? Ist das geil? Pff, interessiert mich nicht. Das ist der Run meines Lebens. Ich hatte schon viele, aber der hier toppt nochmal alle, die ich je hatte. Wahnsinn. Freiwillig die Cathedral clearen, das haben wir so schnell nie wieder. Das sage ich euch. Das sage ich euch, so schnell kriegen wir diese Bilder nicht mehr. Wow. Schade, gleich ist vorbei. Ein bisschen traurig bin ich schon. Leider ist es erst mein vierter Isaac-Kill. Und somit kann ich leider nicht zu Blue Baby. Ich gehe da rein. Was auch immer kommt, es interessiert mich nicht. Ehrlich. Schaut euch das an, wie schnell die sterben. Das ist unglaublich. Zwei Monstros. Würde ich jetzt vielleicht sagen, scheiße. Und jetzt parke ich hier und es passiert einfach gar nichts. Kriegt keinen Schaden mehr. Sensationell. Was gab's? Ein Hermit, wow. Krasser Shit. Oh, nochmal. Guck mal. Nochmal ein bisschen Feuer. Das ist mein letzter Raum. Wahnsinn. Wahnsinn. Was ein Run. Und er geht jetzt zu Ende. Traurig, traurig, traurig. Traurig, traurig, traurig. Ja, warum soll ich erst Isaac töten und danach clearen? Dann ist der Hype ja weg. Tja, meine lieben Freunde, richtig. Ich habe auch noch nie einen so geilen Run gesehen, ohne dass man glitscht. Was sowieso was für ganz, ganz kleine Pimmel ist. Und ohne Dice. Krass. Hallo Isaac, ich habe mich noch nie so auf so einen Kampf mit dir gefreut. Ist das krass. Weißt du was, jeder Treffer... Ich sollte mich in die Mitte stellen und einen Treffer kassieren, nur damit ihn Holy Water auch nochmal kaputt macht. So sollte ich das eigentlich gerade machen. Kann ich das? Geht das? Das würde ich jetzt fast zu gerne mal ausprobieren. Ach, ist doch eh egal. Einfach nur dastehen und draufhalten. Ach, Holy Water habe ich gerade nicht mehr, denn es braucht eine gewisse Aufladungszeit wieder. Oder geht das nur für einen Raum? Einmal? Ich weiß es gerade nicht. So. Ich sag ja, meine...
Oh doch, meine Seelenherzen sind... Sie gehen nochmal runter. Sie gehen nochmal runter. Schade eigentlich. Ja, Ladies and Gentlemen, das war... Maybe the most sickest run of all time. Boah! Was für ein abgefahren kranke Scheiße. Isaac Kill Number 4! Boah! Unbelievable. Was für ein Run. Wow. wieder easy. Unglaublich genialer Run. Unglaublich spaßiger Run. Das krieg ich so schnell nie wieder, sag ich euch. Nie, nie wieder. Ich glaube, dass bis ich zum Dice komme, oder bis ich mit dem Dice spiele, werde ich nie wieder so einen asozial geilen Run kriegen. Sensationell. Bald ist es vorbei. Das letzte Teil oder das vorletzte? Ist das nicht schon? Ne, das vorletzte, oder? Ne, ist das nicht das letzte? Und nach dem sechsten Mal kommt Blue Baby? Ja, schon, ne? Oder muss das... Nö, wenn ich jetzt Blue Baby besiege, müsste es eigentlich schon sein. Und dann müsste ich das Polaroid kriegen. Oh!